Level geopfert. Das sage ich ja auch nichts. So gehört das auch. Ich bin trotzdem echt. Naja, ist egal. Bist du gnießig? Ja. Warum? Oh. Ja, weil ich gestorben bin. Naja, egal. Ja, nun. Nee, das. Kann passieren. Ja, aber wegen so einer Kacke, ey. Du kannst echt im einfachen Modus echt nicht mehr überleben ohne eine vernünftige Ausrüstung. Und das finde ich kacke. Also, wir haben es eh schon nach weit 2 Uhr, aber. Ne, Leute. Bist du heute nicht so gut drauf? Nee, ich find's nicht fair, wenn du im Einfachmodus so schnell krepierst. Und ich hatte ja nun eine einfache Rüstung. Und dann heißt es für mich eigentlich, Einfachmodus, einfache Rüstung, dass ich einigermaßen überlebe. Ja, Scheißdreck, ey. Ich hab die noch nicht mal gesehen. Ja, die haben geschlichen. Ich bin die Falsche da, um irgendwas zuzusagen. Ich habe von dieser ganzen Sache null Ahnung. Ich fand das halt, ich wollte für Steffi einfach echt nur diese Schleimis sammeln. Gar kein Thema, damit habe ich überhaupt keinen Schmerz. Och Sven, okay, ja. Aber du brauchst dann halt echt eine geilere Ausrüstung, also halt verzaubert. Und das finde ich halt nicht fair. Im Einfachmodus finde ich das nicht fair. Nee, muss ich zustimmen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Dass sie das Kampfsystem verbessert haben, okay, spricht nichts dagegen, aber im Einfachmodus muss man einen Zombie immer noch töten können, ohne dass man eine Imba-Rüstung hat. Ja, oder Skelett, also ohne dass dich, also mich haben ja eher die Skelette getötet. Ja, die sind schlauer geworden, weichen jetzt aus und so ein Kram. Die Skelette, also das waren jetzt, also ohne die Zombies oder Creepers, das waren die Skelette. Und ich weiß, im Sumpf ist das Hardcore, auch im Einfachmodus. Aber das fand ich jetzt, nö. Also da bin ich beleidigt. Das gebe ich zu. Nö, bin ich pischig. Oh. Ja. Ich weiß also ja sowieso nicht, wer sich sowas wünscht. Ja, was aber wünscht? Es gibt ja nun mal gewisse Sachen, die man. Also, nö. Also, okay. Ich sehe da jetzt drüber hinweg. Also, irgendwie. Aber du kannst es eh nicht ändern. Ich baue jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache. Ich baue Glas an. Ja, nee, es tut mir halt einfach die ganze, also das, die Rüstung von Steffi und sowas alles, das ist halt alles weg. Und das tut mir halt leid, weil sie hat darauf gespart und das finde ich halt kacke. So. Ach, Quatsch. Das nervt mich halt gerade so. Was mache ich jetzt? Haben wir doch auch schon ordentlich gefarmt. Ja. Du warst in der Höhle letzte Woche alleine, also. Ist alles gut. Genau, du hast das Eisen doch schon wieder rausgeholt. Genau. So. Was wollte ich jetzt? Das ist hier nicht richtig. So, die Stimme. Das ist richtig. Das heißt. Es schneit und regnet. Gar nicht. Und ey, nee. Ich habe Paranoia. Irrtum. Hallo. Glas. Das heißt Folgendes. So, der Berg ist gewichen. Ja. Ist die Mitte einer Säule. Und hier. Ach, Kacke, Mensch, Mist, Kack, was mache ich denn nun? Ich glaube, ich bin
nach dieser Folge fertiger als die anderen Folgen vorher. Ja, das ist... Weil einfach ein Berg abkloppen ist was ganz Einfaches, ja. Ja, und ständig abstürzen ist auch was anderes, aber... Da ständig sich... Das wäre ja, dann kommst du mal ganz oben auf die Spitze und dann balancieren wir mal ein bisschen rum. Du, mein Lieber. Nervenkitzel pur. Ich kann... Da ich ja eh keine Level hab, spielt's ja jetzt auch gerade keine Rolle mehr. Ich bin ja schon... Ich glaube, ich bin von allen genug gestorben. Ja. Aber ich meine, angucken kann ich mir das von da oben ja mal. Dann warten wir erstmal, so, Gerda, dann warten wir erstmal, bis du die Mauer da gefixt hast, ne? Pau! Ja, ich Autsch. Muss jetzt total überlegen, wo die... Ja. Was war das? Was? Was? Es hat gelaggt. Lag. Ja. Lag. Da muss, ja, Misty Kaki Pupsi. Mach mir aber meine, die Gläser, also das ist meins. Also meine Gläser macht da... Ja, mach ich was mit der... Was machst du da? Die mach ich mit der Behutsamkeit raus. Nein, aber... Doch. Ich, nein, doch. Das alles wegreißen. Oh. Wir müssen das alles wegreißen. So, da muss auf alle Fälle ein Pfeiler hin. Ihr macht mich fertig. Ja, ich mach das auch gerade. Was glaubst du, warum ich gerade fluche? Rate mal. Rate mal, warum ich fluche wie so ein Rohrspatz. Ich neige. Nee, ich sag's nicht. Die ja, Sache aber, ist die na, unter Umstand meine der. Gläser nicht an! Wir können sie nicht da lassen. Die müssen weg. Also dieses können wir lassen. Die Gläser müssen weg. Nee, können wir auch das nicht. Das passt. Können wir auch nicht. Hier muss ein Pfeiler hin. Dann müssen wir die... wie breit muss es denn sein? Wo ist denn... Ich, könnt ihr... Kommt nicht Tarustat, glaube ich. Ja, nee, ich hab... Ich... Ganz du ruhig. Du hast mir so viel Sache damit gegeben, ich weiß. Du hast dein Farbkonzept gehabt und hast echt rumgeeiert, bis das da hast hattest. Du wenigstens die Behutsamkeit, dass das... Nee, ja, ja. Natürlich. Ja. Klar. Das erzähle ich dir doch gerade die ganze Zeit. Ja, ich bin gerade hinüber. Krummel. Ich glaube, wir müssen was ganz anderes machen, damit Tabo auf andere ja, Gedanken Tabo, kommt. Ja, Tabo, komm mal mit mir. Ja. 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 Ja, ja, ja. Wollen wir zusammen auf eine kleine Reise gehen hier mal? Ja. Reise? Alle zusammen in oh, deiner schönen mal. Welt ein wenig rumreisen. Tabo kann im Moment nicht bauen. Ich habe eine Blockade. Sorry. Eine Blockade, hört sich gut an. Aber wir müssen Tabo doch ausrüsten mit einer Rüstung wieder. Ja, ach nee, muss nicht sein. Ich bin. Doch. Das war ja meine eigene Dummheit. Das war doof. Jetzt nimmst du dir hier mal ein Bad. Ich geh schwimmen. Ein Bad? Oh Gott. Nimmst du dir hier mal ein Bad? Wirfst dir gleich eine Tasse Kaffee. Dampfbad. Du hast keinen Kaffee. Oh, warte. Ja. Boah, ich hätte jetzt... Naja. Da hast du jetzt einen Kaffee. Oh. Geil, so Bahn. Oh, ich könnte auch noch oben duschen. Das kannst du auch machen. Auf andere Gedanken. Gut.
und dann setzen wir das eins rüber, das Fenster. Und nach ja, so ein kleines Fenster. Bad. Meinst du, aber dann muss das ja weg. Doch gut, so ein Bad, oder? Ja. Es geht schon viel besser. Tasse Kaffee. Oh. Wir machen hier einen Fünferpfeiler draus. Weil ich auch noch meditieren? Echt... Erstmal müssen wir die Tür hier so machen. Ja, schlafen geht ja nicht. Ach, meine Frage an alle, ne? Ja. Thema Schallplatten finden. Also Steffi und ich, ich rede von mich und ich weiß nur, was sie gefunden hat, ist halt diese Cat, die ist ganz nice, und diese Totenschallplatte. Beides habe ich in Massen gefunden. Habt ihr schon mal andere gefunden? Ich habe da überhaupt keine Ambitionen entwickelt. Ich habe, glaube ich, zwei Dinger, die irgendwie kratzen und kreischen und sehr moderne Musik, mit der ich nicht anfangen kann, aber egal. Es gibt eine Schallplatte, die finde ich unheimlich geil. Das ist Chirp. Hast du die schon mal in real gefunden? Nein, leider nicht. Yeah. Weil es gibt ganz, 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 also was heißt ganz, ganz viele? Es gibt einige. Echt einige. Und ich habe auch bis jetzt, also die hier, die wir gefunden hatten, also die du auch hübsch findest. Die habe ich zigmal und das, dann diese Todes, die kein Mensch hören mag. Ich mache uns jetzt mal Musik. Oh, mach mal Musik. Mach mal Musik. So, und ich muss jetzt mal die Fenster weiter analysieren. Stop. Was? Das ist dann nicht gelb-gelb. Das ist doch auch wieder Quatsch. Du machst jetzt Musik? Mach uns jetzt mal Musik. Die Platte hier, die finde ich unheimlich geil. Oh, Musik. Oh. Ist das die Chirp? Das ist die Chirp. Oh, wie geil. Die was? Chirp heißt die. Wahrscheinlich wird mein Video jetzt gesperrt. Nein, das ist ja in Minecraft drin. Den Tanz.
auch mal sein. Genau. Zwischendurch mal. Oh. Ja, muss aber sein nach so einem stressigen Tag. Schöne Musicbox aufgebaut. Ja. Yeah! Geil! Dankeschön! Dankeschön. Ja. Die Chirp habe ich nie gekriegt. Nee, ich leider auch nicht. Oh. Aber diese Totenmusik-Schallplatte ist doch Horror, oder? Die ist echt Horror. Boah, und ich habe die mittlerweile 4-mal. Ich hab die Kette. Schöne Horrormusik. Die Kette habe ich auch 4-mal. Mei. Die Kette ist aber okay. Ja. Die geht ja voll klar. Aber diese Totendings. Musik wird als störend oft empfunden, weil diese mit Geräusch verbunden. Ja, aber das ist. Musst du dir wirklich mal anhören. Also diese, also das. Ja, wenn es dieses Geschabe ist, was ich auch habe, dann kenne ich.